Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum 13. WM-Lauf der F1 Fantasy Liga und zum ersten unserer vier Stationen auf unserer kleinen Asienreise. Ja, wir befinden uns hier in Südkorea, in Yeongnam, oder wie man es auch gerne aussprechen möchte, vor dem Bahnrennen in Japan. Und da hinten sehen wir schon mal die ersten Personen rausfahren. Das ist einmal ein Mercedes, das müsste Gabby Menzel sein und... Oh ja, okay, gut, jetzt kommt der Vettel vor Gabby Menzel, Verstappen, Gabby Menzel, Vettel, so, oh, da hinten, ja, das ist, André Hoffmann, glaube ich, gewesen, Blomqvist, ja, was mit André Hoffmann ist, weiß ich jetzt nicht, was der da für Problemchen hat, da haben wir Robin Fritsch, oh, jetzt sehen wir André Hoffmann, jetzt fährt er los. Aber allerdings ohne Frontflügel und sortiert sich auch erstmal hinter Kimi Räikkönen raus. Ja, wir gehen so langsam in die Schlussphase. Felipe Massa ist auch auf dem Weg. Und ja, so langsam kristallisieren sich natürlich die WM-Kandidaten. Und da gehe ich momentan eigentlich von maximal drei Fahrern aus, die um die WM kämpfen. Natürlich zum einen die WM-führende Gabby Menzel mit 206 Punkten in der WM-Führung. Mal gucken, vielleicht baue ich auch mal die Tabelle jetzt einmal ein für euch. Und auf der 2 Tom Dimmer mit 153. Der hat eben halt schon 53 Punkte Rückstand. Jetzt sehen wir da Chip und Dillmann auf die Strecke gehen. Und dahinter auf Platz 3 ist Kimi Räikkönen mit 114. Also der hat allein schon mal... das sind gute 92 Punkte Rückstand. Natürlich ist das nicht unmöglich. Aber ist auch nicht unbedingt einfach. Dafür müsste schon Gabby Menzel vielleicht mal einen Fehler wieder machen. Und ja, die erste Runde sollte auf jeden Fall gleich mal zu Ende sein. In der Team-WM sieht es natürlich ziemlich dominant aus für Mercedes. Momentan 359 Punkte zu 204 bei McLaren. Da wird sie eher von den Plätzen 2 bis 6 vielleicht noch eher was tun. Und jetzt haben wir Max Verstappen, der auf die Reise geht. Vettel direkt dahinter. Und die Vettel ist auf der 1, glaube ich, jetzt. Genau, Vettel ist der Erste, der auf eine Runde geht. Dann bleiben wir einfach mal bei denen. Gabby Menzel hat also allein in der Runde schon zwei Plätze verloren. Wird also interessant sein zu sehen, wer von den dreien hier die schnellste Runde fährt. Vettel ja so ein bisschen, ich möchte sagen, in der Pflicht mal so lange. Aber hat er doch ordentlich viele Punkte Rückstand auf seinen eigenen Teamkollegen. Verstappen hat zum Beispiel schon einen Saisonsieg gefeiert. Besitzt insgesamt... 86 Punkte schon, Vettel dagegen mal mit 43, also genau exakt die Hälfte von dem, was Verstappen geleistet hat. Und von daher natürlich, vom Gehaltsmäßigen her, sollte Vettel eigentlich schon die Leistung mal wieder bringen. Und vielleicht klappt es ja hier in Südkorea, dass er sich mal wieder zurückmeldet. Speziell fürs Team wäre es natürlich ungemein wichtig. Oh, ein bisschen weit. Strecke natürlich ziemlich schnell. Da ist zum einen natürlich auch durch die langen Geraden, die es hier gibt, viel, viel Topspeed gefragt, aber natürlich auch durch die extrem schnellen Kurven, der Grip auf jeden Fall gefragt. Und ich würde mal sagen, die Runde könnte vielleicht ein Bruchteil momentan schneller sein von Max Verstappen. Gabby Menzel, glaube ich, ja, ich würde mal sagen, die drittschnellste von den Herren hier. Wow, Damen und Herren. Und jetzt kommt Vettel über die Linie. 1:33,2. Ja, Verstappen etwas schneller. Gabby Menzel, wow, doch um einiges langsamer. Jetzt gucken wir mal, wo haben wir denn Räikkönen. Räikkönen haben wir auf der 17. Da hatten wir Funabashi, den Sieger aus dem letzten Rennen. Räikkönen ist hier in einem Rückstand von, ja, 1,5 Zehntel. Aber wo sortiert sich jetzt der Finne ein? Es ist am Ende Platz 3 bloß. Mit einer Sekunde Rückstand, das ist schon eine Menge Holz. Fringe ist auf der 4. Stoffel van Dorn, der ja neu dabei ist. Dazu kann ich aber nachher gleich nochmal kommen. Button ist hier schon mal ziemlich weit zurück. Ricciardo, Kjettel, Alonso, Patzel, Wern fährt noch nicht. Rose, Hoffmann kommt in die Box. Chip haben wir hier. Funabashi haben wir dort. Wo landet Chip jetzt hier? Auf der 4. So. Dillmann kommt jetzt auch. Und Dillmann sortiert sich auf der 8 nur ein. Der hat 2,1 Sekunden Rückstand. Wo sortiert sich der Sieger aus dem letzten Rang ein? Funabashi geht auf die 5 nur. Hinter seinen Teamkollegen. 1-0, 8-1 Rückstand auf dem Führenden.
Button und Rosberg 10 und 11. So, und jetzt kann ich ja mal, sofern jetzt hier nichts großartig noch fährt, so bekannte Leute, sag ich mal. Nee. Ah, gehen wir mal nach vorne, also zu Stoffel van Dorn. Ja, Stoffel van Dorn ist jetzt zumindest für den Rest der Saison, so wie es aussieht, auf jeden Fall gesetzt. Gegenüber Kevin Magnussen. Kevin Magnussen musste ja aufgrund der doch ziemlich enttäuschenden Leistung in den letzten Rennen, war ja zum Beispiel in den letzten, ich muss mal kurz zählen, sechs Rennen, nur zweimal in den Punkten mit jeweils zwei Punkten, also insgesamt nur vier gut. In demselben Zeitraum war René Patzel in den sechs Rennen fünfmal in den Punkten und hat um einiges mehr Punkte geholt. Und jetzt mal gucken, wo die Reise hingeht für Stoffel van Dorn. Es ist am Ende ein dritter Platz. Sehr, sehr, sehr gut. Mit mal gerade 7 Zehntel Rückstand. Ja, und Räikkönen hat mit Abstand nochmal eine neue Bestzeit hier hingelegt. Der hat sich, also im Nachhinein sind die nochmal hier eine zweite Runde gefahren. Verstappen und Vettel sind damit jetzt ordentlich zurückgefallen. Ricciardo geht jetzt auf die 5 nach vorne. Dillmann ist auch nochmal eine zweite Runde gefahren, aber nur 9 Beste. Also hier ist ordentlich was los. Gabby Menzel auch nur auf der 10. Und war mit Nakajima 1,3 Sekunden Rückstand. Das ist ein ordentlicher Rückstand, würde ich sagen, für das Gubitolic Racing Team. Und am Ende ist es Platz 12 hinter Rose auf der 11. Mal gucken, vielleicht fährt er noch eine zweite Runde. So, Kjetil haben wir hier. Hamilton. Bottas fährt noch keine schnelle Runde. Patzel haben wir hier. Patzel wäre natürlich auf jeden Fall noch ein interessanter Kandidat, weil der ist in der Regel noch ein Ticken schneller auf jeden Fall als vielleicht Stoffel van Dorn, weil Stoffel van Dorn hat natürlich dieses Jahr kaum Erfahrung mit den diesjährigen Fahrzeugen. Zwar letztes Jahr eine komplette Saison gefahren, allerdings auch nicht wirklich mit viel Erfolg. Aber hier, das sieht schon mal ganz gut aus von Patzel. Ist auch, glaube ich, ein Ticken langsamer als Stoffel van Dorn. Und der Abstand jetzt, wie verändert er sich? Ich glaube, der wächst an im Vergleich. War gut, kann ihn auch noch halten. 6 Zehntel sind hier Rückstand. Würde ich vermute einfach mal hinter Stoffel van Dorn einsortieren. Und am Ende ist es für Patzel doch Platz 3. Vor Stoffel van Dorn ganz, ganz knapp. Aber sieht man natürlich, dass der Österreicher in dieser Saison natürlich schon mehr Erfahrung mit dem Fahrzeug hat und es wäre natürlich schon eine herbe Enttäuschung für ihn, wenn er am Ende nachher doch ziemlich weit hinten ist. So, und Bottas haben wir jetzt hier unterwegs, der ist allerdings, ja, 1,5 Sekunden, ja, könnte, nach dem ersten Sektor 1,5 ist allerdings schon recht ziemlich viel. Hoffmann ist jetzt wieder unterwegs, ist der mit oder ohne Frontflügel diesmal unterwegs? Mit diesmal, alles klar. So, abfährt jetzt auch. Das ist also unser nächster Hinweis, wo die Teams sich so platzieren momentan. Also momentan auf 1 und 2 McLaren. Ja, das hatte sich eigentlich in der Türkei angedeutet, aber da hat man, ja, Räikkönen, sag ich mal, hatte ein paar Probleme durch Kurve 1. Hoffen wir mal, dass das hier nicht der Fall ist. So, und Abt haben wir leider im ersten Sektor keine Zeit gehabt. Hoffen wir mal, dass wir in der zweiten eine Zeit bekommen. Bottas geht auf die 19 vor. Eine Sekunde. Ja, das ist auf jeden Fall ein Rückstand. Ein bisschen mehr als die Marussias haben. Oh, Männer Marussia natürlich. Vorab viermal gefahren für Force India, viermal Punkte. Und hier ist allerdings nur Platz 11. Also, das ist doch ein ordentlicher Rückstand. Und ich versuche natürlich auch mal die Namen jetzt mal so langsam mal richtig auszusprechen, weil ich habe da vorher schon angehalten, dass ich da mal vielleicht die Namen richtig aussprechen möchte, wie zum Beispiel Blomqvist natürlich. Ich sage mal Blomqvist, weil irgendwie, keine Ahnung, ich will es immer so versuchen,
Ich vermute mal, es wird immer Bloomquist ausgesprochen, obwohl es dann natürlich kein U ist, aber ich würde versuchen, Englisch auszusprechen. Daher hätte ich gesagt, das wird vielleicht so im Englischen ausgesprochen. Also natürlich Bloomquist denn und ja, wie jetzt Fringe, Fringy oder wie es auch immer heißt, ausgesprochen wird, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch kein Video dazu angeguckt, wie die Reporter den Namen aussprechen. Von daher sage ich einfach mal Frind. Ich hoffe mal, das war jetzt einigermaßen richtig. Frind, Frindy oder sowas habe ich auch schon gelesen irgendwie. Ja, André Hoffmann wird natürlich wahrscheinlich jetzt mit viel Sprit fahren. Ist deswegen im ersten Sektor schon mal ziemlich langsam. Er hat 2 Sekunden. Das ist ziemlich weit weg von der Musik. Ich würde mal sagen, das wird vermutlich auch bloß der letzte Platz werden und damit sogar hinter seinem Teamkollegen, der auch nur auf der 22 ist. Also, das ist schon, ja, eine Enttäuschung. Kann man das sagen, eine Enttäuschung? Natürlich, ja. André Hoffmann eigentlich, ich glaube, in der Türkei ist, glaube ich, André Hoffmann auch von ganz hinten gestartet. Ich weiß gar nicht, aber war es Belgien? Ich glaube, ich könnte auch Belgien gewesen sein. Da ist er auf jeden Fall auch von ganz hinten gestanden, hat nachher trotzdem noch ein tolles Rennen geliefert. Ich glaube, es war in der Türkei. War am Ende noch 16. Und von daher würde er wahrscheinlich dieses Jahr in einem etwas besseren Fahrzeug sitzen. Hätte vielleicht geklappt mit einigen Erfolgen. Und hier am Ende ist es jetzt Platz 23, ist damit hinter Massa. Und ja, Rosberg fehlt noch. Aber den können wir uns jetzt angucken. Der aller Voraussicht nach das Cockpit fürs nächste Jahr räumen muss, und zwar für Paul Di Resta, der ja hier das, ja, Plätzchen bekommt bei KTM für Nico Rosberg, der natürlich von einem anderen Teammanager, wenn ich mich jetzt nicht irre, übernommen worden ist zuerst, und da hat natürlich der aktuelle Teammanager natürlich nicht so viel mehr dran, ja, auszusetzen, nur kann da nicht mehr viel ändern. Von daher will man natürlich Rosberg, hat man natürlich eigentlich theoretisch gesehen mit Rosberg und Button natürlich eine gute Fahrerpaarung, allerdings auch eine sehr, sehr teure Fahrerpaarung. Und für das Team, was letztes Jahr Vize-Weltmeister geworden ist, ist die Saison natürlich eine herbe Enttäuschung. Man ist in der Team-WM Vorletzte und gehört zu einer von 2 Teams, die noch keine Punkte dieses Jahr geholt haben. Allerdings muss man dazu sagen, dass Kater momentan so ein, ich würde mal sagen, so einen kleinen Aufwind auf jeden Fall hat. Button ist ja doch in der Regel jetzt meist immer ziemlich knapp mal ab und zu mal knapp an dem Punkt vorbei gewesen mit Platz 12 und 13, und jetzt ist für Rosberg Platz 12. Ist damit sogar vor Button. Button ist, glaube ich, sogar ziemlich weit weg hier bloß. Der ist irgendwo hinten, nach meiner Meinung. Button. Ja, auf der 19 sehen wir ja nämlich hier. Und ja, jetzt hätten wir erstmal alle Fahrer durch. Es sind noch 2 Minuten und ich würde mal sagen, wir gehen von hinten nach vorne durch. Also momentan letzter André Hoffmann, gefolgt von seinem Teamkollegen Felipe Massa. Denn auf der 22 Ferrari mit Bottas und Alonso. Auf der 20 wäre Kjetil, auf der 19 Button. Da, ja, der hängt ein bisschen hinter seinem Teamkollegen heute hier hinterher. Auf der 18 Lewis Hamilton. Auf der 17 Robin Prinz. Auf der 16 John-Erik Vander, das ist mal endlich mal seit langer Zeit mal wieder ein vernünftiges Ergebnis für ihn in der Qualifikation, weil er ist nämlich direkt hinter Nakajima auf der 15. Auf der 14 Drain Rose. Auf der 13 nur Gabby Mans, also die WM-Führende nur auf der 13. Auf der 12 Nico Rosberg. Auf der 11 Daniel Abt. Auf der 10 Tom Dillmann, auf der 9 Sebastian Vettel, auf der 8 Ryo Funabashi, auf der 7 Michael Chip, auf der 6 Daniel Ricciardo, auf der 5 Max Verstappen, auf der 4 Stoffel van Dorn, auf der 3 René Patzel, auf der 2 Tom Blomqvist und auf der 1, ja, überraschend möchte ich sagen, nicht überraschen, auf jeden Fall Kimi Räikkönen. Es wäre insgesamt schon seine, ach ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pole in der Saison. Und ja, eine weitere Chance, sich einen Sieg hier zu holen in der Saison. 2 hat er auf dem Konto. Ein dritter Sieg wäre auf jeden Fall schon mal schön. Würde ihn auf jeden Fall speziell in der momentanen Situation ziemlich weit nach vorne wieder bringen, der WM. Denn
Ja, die WM-Führende, Gaby Mensah, nur auf der 13. Und ja, die letzten Sekunden brechen an von der Qualifikation. Und ich würde mal sagen, hier wird sie auf jeden Fall nichts mehr tun bei der KI, weil da kann man sich eigentlich 100% sicher sein, bis auf einige wenige Strecken, wo das nicht der Fall ist, dass wir hier bleiben von den Ergebnissen. Und ja, damit verabschiede ich mich erstmal in der Situation. Wir sehen uns wieder nach der Qualifikation zum Rennen. Bis dann, sag ich mal, ciao, ciao. Viel Spaß mit den anderen Videos und bis zum nächsten Mal, sage ich einfach mal.